Ja, mein Gefühl ist gerade unbeschreiblich. Ich habe gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Mittagspause und schön Zeitung lesen. So muss das sein. Ui, wir sind ja schon wieder auf der Titelseite. Oh, wo, mein Magen knurrt dermaßen. Hey Jonas, hast du auch so einen Hunger? Ich hab riesen Hunger. Lass mal gleich Mittagspause machen. Oh ja, ich habe auch mega Hunger und es ist schon wirklich Mittagszeit. Aber ich habe nichts zu essen hier. Wir können ja was bestellen oder so. Lass mal zu Stans hoch, Marvin. Oh ja, das ist eine gute Idee. Dann gehen wir mal nach oben. Hey, Stans, hast du kurz Zeit für uns? Marvin und ich haben total Hunger und wir wollen was zu essen bestellen. Bist du dabei? Jonas, Marvin, das ist eine echt gute Idee. Also so langsam habe ich auch Hunger, aber ich habe keine Ahnung, was man bestellen könnte. Das ist ja blöd. Ich hätte eigentlich jetzt gerade auf alles Hunger. Nur blöd, dass in Playmobil City nicht so viele Lieferdienste was anbieten. Was essen wir denn jetzt wohl? Oh ja, du hast vollkommen recht, Marvin. Hier in Playmobil City, da gibt's viel zu viel. Ich hab so Hunger! Hey Freunde, habe ich gerade Essen gehört? Ich habe auch mega Hunger. Ich will auch was essen. Hey Slimer, du hast auch Hunger? Ja, dann sind wir ja schon mal vier Leute. Wir haben nämlich alle Hunger. Wir wollen auch was bestellen, nur wir wissen nur nicht was. Könnt ihr schnell entscheiden? Ich hab so Hunger. Lasst mal überlegen, was man so essen oder bestellen könnte. Wir könnten da theoretisch auch irgendwo hinfahren. Auto ist ja unten. Hä? Moment mal, was steht denn da? Da steht ja Hamburger Wettessen bei Mario in Playmobil City. Hey, das ist ja, das ist doch voll die gute Idee. Wir können doch einfach alle zusammen dahin fahren. Hey Jungs, bei Mario gibt's ein Hamburger Wettessen. Wir können doch einfach dann teilnehmen und dann können wir uns mit Burger den Magen zuschlagen oder vollschlagen, oder? Lass uns da mitmachen. Das ist ja gar keine schlechte Idee. Wer von euch hätte denn Lust drauf? Wer von euch ist dabei? Einmal bitte aufzeigen. Oh ja, ich. Oh ja, auf jeden Fall, ich bin dabei. Ich bin bei allem dabei und dabei sowieso. Hamburger Wettessen? Ich bin sowas von dabei. Klasse, Freunde. Wenn ihr alle dabei seid, dann bin ich auch dabei. Also ich bin auf jeden Fall auch dabei. Ich liebe Burger. Klasse, Freunde. Dann sind wir uns ja alle einig. Dann packt eure Sachen und wir treffen uns unten im Auto, okay? So, Freunde, seid ihr alle angestellt? Jetzt geht's Richtung Pizza Blitz Mario! Und Slimer, schnell dich auch vorne an, ja? Stan, fahr los, ich hab Hunger! So, Freunde, wir sind da! Wir müssen uns auf jeden Fall noch schnell anmelden! Uiuiui, Jungs, schaut mal rüber! Was für eine Menschenmasse da ist! Wir sind wohl nicht die Einzigen, die daran teilnehmen oder das Spektakel verpassen wollen! Schau mal rüber, selbst ein Kamerateam ist da. Eieieiei. Wir gehen auf Sendung in 3, 2, 1, Action! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Wettessen zu unserer Live-Übertragung in Playmobil TV. Ich stehe hier nun mit Mario, dem einzig wahren Mario der Pizzeria Blitz, und ich werde Ihnen nun einige Fragen stellen zum großen, riesengroßen Wettessen. Mario, sag uns mal bitte, was können die Wettesser heute erwarten? Also, ich bin Mario und ich habe eine große Spezialität nicht nur für Pizzen, sondern auch für Burger. Und die Burger, die werden heute aufgetischt. Na, das klingt ja schon mal richtig lecker. Oh, eine kurze Unterbrechung. Ich sehe gerade hohe Prominenz, nämlich die Ghostbusters hier in Playmobil City beim großen Wettessen vor Ort. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall direkt interviewen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe hier mit den einzig wahren Ghostbusters. Liebe Ghostbusters, ich erlaube mir mal eine Frage. Habt ihr schon alle Geister gefangen oder warum könnt ihr hier zuschauen? Also, ehrlich gesagt, wollen wir hier beim Burger-Wettessen mitmachen
Und wir haben eh Mittagspause, also passt das ganz gut. Geister sind anscheinend auch Pause machen. Von daher haben wir hier Zeit teilzunehmen. Na, das war ja schon mal eine Kampfansage von den Ghostbusters, die hier beim Wettessen mitmachen wollen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun gut, liebe Gäste, die Burger sind fertig. Wir können also loslegen mit dem großen Wettessen. Ja, juhu. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die erste Runde ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sind jetzt in der finalen Runde, in der Endrunde, wo wir nur noch drei Kandidaten haben. Drei Kämpfer, die sich durchgekämpft haben in diesem Wettessen und nun im großen Finale sind. Auf der linken Seite haben wir den jungen Marvin. Kleiner junger Mann, aber riesengroßer Hunger. In der Mitte haben wir einen, nun ja, ziemlich außergewöhnlichen Kandidaten. Er heißt Slimer und hat anscheinend riesengroßen Hunger. Und rechts haben wir auch noch den Jonas, der ist ebenso wie der Marvin Praktikant bei den Ghostbusters. Aua, mein Bauch, der ist pickepacke voll. Und ich weiß gar nicht, ob ich den Burger hier noch schaffe. Aber jetzt sind wir schon im Finale. Eigentlich muss ich den ja essen. Uiuiui, ich kann langsam auch nicht mehr essen. Und, oh, also wenn Marvin weitermachen kann, dann kann ich auch weitermachen. Puh, noch einmal konzentrieren. Hey, wann geht's los? Ich hab Hunger. Ich will essen. Wann geht's los? Ah, ich sehe schon, die Kandidaten sind verdammt hungrig auf den nächsten Burger. Also kannst du losgehen mit der Show. Und ihr könnt starten auf 1, 2, 3. Und nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können wir jetzt sehen, wie die Kandidaten anfangen mit dem Wettessen. Und wir sehen gerade schon, dass Marvin und Jonas den ersten Bissen zu sich genommen haben. Die haben jetzt auf jeden Fall losgelegt. Und was ist denn das? Der Slimer, der hat noch gar nicht angefangen. Der dann stand den Start völlig verpennt. Aber siehe da, der Slimer, der setzt jetzt zum Burger an. Und der hat anscheinend mächtig Hunger. Der isst anscheinend jetzt einen richtig großen Bissen. Und das ist doch nicht zu fassen. Der Slimer, der hat den Burger mit einem Bissen gegessen. Was zum Teufel? Der Slimer hat den Burger ja förmlich runtergeschluckt. Ich habe erst gerade ein bisschen nur genommen. Uiuiui, das wird auf jeden Fall nicht einfach, gegen Slimer anzutreten. Was? Slimer, jetzt schon den Burger fertig? Das hätte ich niemals geschafft. Boah, Mann, wie kann man denn so viel essen? Uiuiuiui, der erste Kandidat hat den ersten Burger schon weggegessen. Das heißt, Mario muss den nächsten Burger liefern. Hier ist der nächste Burger, lieber Slimer. Bitteschön, guten Appetit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es scheint sich jetzt ein kleiner Favorit zu erkennen zu geben und nämlich der Slimer, der nämlich den ersten Burger jetzt schon weg und nun ist er schon beim zweiten angelangt. Und der ist anscheinend immer noch nicht satt, der ist noch hungrig, dieser Slimer, der sitzt jetzt schon beim zweiten Burger zum ersten Biss an. Und das ist ja nicht zu glauben, auch diesen Burger hat er einfach direkt weggegessen. Nun, ein kleiner Zwischenstand für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie noch nicht ganz durchgecheckt haben, wer jetzt vorne liegt, der Slimer liegt vorne mit zwei aufgegessenen Burgern, während Marvin und Jonas immer noch beim ersten festhängen. Die tun sich echt schwer, die beiden Jungs. Boah, ich bin voll, ich kann nicht mehr. Ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Und da haben wir die erste Aufgabe des Kandidaten Jonas, der ist anscheinend nicht mehr gepackt. Nun sind wir jetzt noch mit zwei Kandidaten in der Show. Und was ist das denn? Das ist ja nicht zu glauben. Slimer hat einfach den Burger von Jonas gekommen. Der will's wirklich wissen, dieser Mann. Der hat ja zwei Burger vor sich. Aufgabe, ich will aufgeben. Ich bin einfach zu satt. Ich schaffe es nicht mehr. Ich krieg keinen Biss mehr runter. Und da haben wir die nächste Aufgabe vom kleinen Marvin. Das heißt, dieser Kandidat ist auch ausgeschieden. Der ist nicht mehr in der Lage, noch irgendeinen Bissen zu essen. Das heißt, dass Slimer jetzt eigentlich automatisch gewonnen hat. Aber Moment, was ist das denn? Der will's ja immer mehr wissen. Der hat sich jetzt einfach noch einen Burger genommen und hat jetzt drei Burger vor sich. Und er hat einfach alle gegessen. Er hat alle drei Burger gegessen. Nicht zu fassen, was sich hier abspielt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Slimer, lieber Slimer, du hast gewonnen. Gratulation dazu. Und bitte beantworte mir nur eine Frage. Was ist das für ein Gefühl, hier gewonnen zu haben? Mein Gefühl ist gerade unbeschreiblich. Ich hab gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Blah, 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 blah.
Studio. Hey Leute, das war's leider schon wieder mit dem Video. Oben rechts könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch auf die Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!